Kopf auf. Genau, müsst ihr euch jetzt vorstellen, jetzt kommt die Musik. Hallo und herzlich willkommen beim Y-Cast Nummer 2. Heute mit täglich grüßt das Murmel-Game. Und apropos Murmel, heute mit dem Peter. Klappe, du blöder Sack, Mahlzeit. Und mit dem Marco. Hi. Wir starten heute schon sehr lustig. Oh Mann, das wird eine gute halbe Stunde. Murmelgame, was kann man darunter verstehen? Jährlich wiederholende Spielereien aller Art. FIFA, Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, keine Ahnung. Far Cry mittlerweile auch, oder? Ja, aber nicht jährlich. Ja, schon ziemlich heftig geworden, ja. Ja, wobei man, wenn man so, weißt du, das ist dann wieder so ein Punkt, wo man dann anfangen, weil Far Cry ist es so, ja und nein, weil da kann man viele, viele Spiele dazu nehmen, wo du eigentlich auch ja hast, wo es halt öfters kommt, aber nicht regelmäßig. Es geht ja auch um das Regelmäßige. Ja gut, aber du musst mal so sehen, im Endeffekt ist Far Cry, genau wie Assassin's Creed oder Battlefield, Call of Duty, es ist immer dasselbe. Stimmt. So gesehen. Ne? Ja. Natürlich ändert sich ein bisschen hier die Story da, und aber das Gameplay, das grundlegende Gameplay bleibt immer gleich. Ja, das ist bei mehreren Spielen ja, so. Ja, ich wollte schon sagen, das können wir natürlich jetzt auch bei Zelda oder Mario eben nehmen. Aber da ist ja die Frage, wie differenziert man, also ich würde ja sagen, was jährlich wieder kommt, weißt du? Und Zelda kommt ja alle vier Jahre. Jahren, weil es immer nach hinten geschoben wird. Also sind sie ja gerade irgendwie auf dem HD-Remake-Trip mit diesen ganzen Zelda-Teilen, aber ja. Ich finde eher so Teile wie Call of Duty, wo im Endeffekt einfach nur der Titel anders ist, das Setting anders, aber im Endeffekt wird eigentlich alles recycelt. Das Szenario das Gleiche bleibt im Endeffekt. Genau. Ja, noch nicht mal. Bei Call of Duty hast du ja definitiv schon seit mehreren Dekaden hast du quasi schon dieselbe Engine, die immer ein bisschen aufgebohrt wird, hier und da ein bisschen verändert wird, aber es fällt ja immer wieder auf, besonders dann irgendwelchen Mega-Nerds, dass teilweise irgendwelche Laufanimationen, Nachladeanimationen und keine Ahnung, sonstige Animationen einfach aus diversen Spielen der Call of Duty-Reihe einfach kopiert werden und neu eingesetzt werden. Oder wie sie jetzt letztens geschrieben haben, der ultimative Zombie-Modus kommt jetzt und das ist total neu und hip und hey. Und wenn ich an World at War damals denke, das war das erste Spiel mit einem Zombie-Modus drin, da war das noch innovativ, aber jetzt ist doch in jedem Call of Duty ein Zombie-Modus drin, oder? Ist nicht in jedem Spiel ein Zombie-Modus? Nein. Ja, aber es ist, du bist ein halber Zombie, Marco, aber das hat nichts mit deinem Spiel zu tun. Das stimmt. So war das, ja. Aber ich finde es trotzdem immer dieses, hey, guck mal, ein neues Call of Duty und alle, oh, das ist so blöd, das ist so assi, das ist so kacke, das mag ich nicht, das spiele ich nicht. Und trotzdem kaufen es alle immer wieder. Ja, und dann heißt es, hey, Zombie-Modus und alle finden es kacke und spielen es. Ja, gut, da muss man halt natürlich sagen, dass ja die PR-Maschine einfach oder die Werbemaschine einfach gut läuft. Ne, es ist ja zum Großteil so, besonders bei Call of Duty, dass viele natürlich an hoffen, weil immer wieder versprochen wird, ja, es gibt jetzt dedizierte Server, es gibt jetzt das, es gibt jetzt jenes. Gibt es die mittlerweile? Ich glaube nicht. Ist immer noch Peer-to-Peer, ne? Ich glaube ja, ich bin mir da nicht sicher, ich müsste jetzt mal nachlesen. Also bei Modern Warfare 2 haben sie ja damit angefangen. Genau. Und da, also ab dem Zeitpunkt habe ich es eigentlich boykottiert, weil es ging nichts über dedicated Server mit geilen Mods. Und ja. Deswegen. Ja, aber das ist halt diese Spiele, Werbebranche allgemein, PR-Branche. Dann springen sie halt alle auf den Zug drauf und yeah, wuhu. Und dann haben wir halt dieses Problem ganz einfach. Ja, aber die Leute kaufen es. Und solange die Leute es kaufen, funktioniert es. Ja, weil der Name draufsteht. Ist ja bei Assassin's Creed genauso. Das ist bei vielen Spielereien so, dass die Leute es einfach nur kaufen, weil der Name mittlerweile draufsteht. Ja. Weil sie ja Fans sind und blablabla. Ja, das ist Assassin's Creed ist aber genauso. Assassin's Creed 1 war cool, Assassin's Creed 2 war innovativ, Assassin's Creed Brotherhood war auch noch cool. Assassin's Creed 3 war dann schon so, okay, Segelschiffe. Assassin's Creed 4 war, okay, Segelschiffe. Assassin's Creed Unity war Grafikbugs ohne Ende. Und Assassin's Creed, wie heißt das neue jetzt? Syndicate war ja wieder mal so, okay, aber es ist doch immer das Gleiche. Es ist doch immer das Gleiche und es baut immer wieder auf dieser ekelhaften Assassin-Story auf, die eigentlich schon vor 5 Teilen abgesagt werden sollte. Aber weil der Chefentwickler damals abgesprungen ist, hat Ubisoft einfach weitergemacht.
Ja, aber das Setting ist ja so das Gleiche. Ja, das Setting natürlich. Ja. Aber du hast es halt mal da und dann mal woanders. Hey. Ich sag mal so, mich persönlich hat Assassin's Creed erst auf der Xbox 360 gepackt. Und zwar bei dem dritten Teil, wo du halt erst den Templar-Tuppes da gespielt hast. Und nachdem der sich halt fortgepflanzt hat, dann den Indianerjungen, der halt dann der Assassine wurde. Da hat es mich halt da gepackt, weil halt andere Bewegungen da sind. Das war ein ganz anderes Spielerlebnis. Und dann Black Flag hat das quasi logisch weitergeführt. Und das hat mich richtig gefesselt. Also das habe ich auch durchgespielt. Ich habe jetzt zwar nicht jetzt hier alles eingesammelt, weil irgendwann habe ich keinen Bock mehr, weil das ist halt diese typische Ubisoft-Formel. Ja, diese Ubisoft-Formel, die ja Ubisoft in fast allen... Jedem Spiel. Ja, in fast allen Open-World-Spielen hat. Sprich, du musst irgendwelche Türme übernehmen, du musst irgendwelche Sachen sammeln, dann musst du dieses machen und... Das ist ja selbst bei The Crew so gewesen. Richtig. Das hast du bei Watch Dogs, das hast du bei Far Cry und das hat mich einfach abgenervt und gestört. Da habe ich dann gesagt, okay, ich will die Story durchspielen. Die Story war cool, definitiv, keine Frage. Ja, dann habe ich jetzt irgendwann bei meinem Praktikum, bei meinem letzten... das neue Assassin's Creed Syndicate bekommen, weil ein Kunde das nicht haben wollte. Und ich habe reingespielt. Vom grundlegenden Setting her ist das schon nicht schlecht, aber es langweilt mich schon wieder und ich habe es ausgemacht. Also ich habe es jetzt, glaube ich, seitdem nicht mehr weitergespielt. Verständlich. Aber von der Grundidee ist es halt nicht schlecht. Ich sag mal so, viele Jugendliche oder Anführungszeichen Kinder haben natürlich in dem Sinne, bei Assassin's Creed einen kleinen Vorteil. Sie können ein bisschen was von Geschichte lernen. Weil viele Hintergrundinfos, die da drin stehen, sind ja real. Die basieren ja auf realen Hintergründen. Und natürlich haben das hier und da ein bisschen ausgeschmückt, ne? Aber so die grundlegende Story, die man halt dann lesen kann oder halt erleben kann, mehr lesen als erleben, basiert ja auf wahren Geschehnissen. Und das finde ich zum Beispiel wieder ganz cool. Dass man quasi halt das Element des Lernens in einem Spiel verpackt. Dass du deine Geschichts-Ex meisterst, weil du Assassin's Creed gespielt hast. Ja, genau. Voll krass, Assassin's Creed gespielt. Wirklich, das hatte ich wirklich. Leonardo DiCaprio, ich meine Leonardo da Vinci. voll krasse Bombgebot. Also was mich ja an dieser ganzen Wiederverwurstung jedes Jahr stört, ist, sie versprechen einem total coole Sachen und alles und eigentlich geht's fast immer in die Hose. Also... Ja. Sei es zum Beispiel irgendwelche Server-Downs oder Bugs, ganz schlimm bei Unity zum Beispiel waren ja die Bugs oder weiß nicht, das ist auch mit Battlefield, das ist Battlefield 1 war cool, also Battlefield 1942 war cool, Battlefield 2 kam nach 5 Jahren dann mal endlich raus, das war auch noch cool, dann kam Battlefield 3 mal nach 7 Jahren raus und dann wurde es auf einmal Battlefield 4 nach einem Jahr und Battlefield Hardline und jetzt Battlefield 1. Und das ist dann wieder so, ach Mensch Leute, warum denn jetzt Battlefield 1? Ich meine, Weltkrieg 1, okay, aber muss es denn Battlefield 1 heißen? Und diesen One-Gag haben wir schon bei der Xbox erlebt und oh, das ist, ich glaube, der Typ hat einen neuen Job gefunden bei EA oder bei DICE oder was, bei wem auch immer. Aber da muss man sagen, Battlefield 4 war bäh. Ja. Battlefield Hardline ist nicht existent, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber Battlefield 3 war wirklich cool. Es hatte war ein super Spiel. Hatte hier und da ein paar Probleme gehabt. Mittlerweile ist es sogar richtig gut spielbar. Battlefield 4 soll auch mittlerweile recht gut spielbar sein, nachdem das halt die ganzen Fehler ausgemerzt worden sind. Ja, aber nach welcher Zeit wurde es denn spielbar? Ja, aber da haben wir wieder dieses Problem. Wir gehen jetzt, habe ich so das Gefühl, vom PC aus. Mittlerweile ist es aber so, dass viele Spiele halt für Konsolen hauptentwickelt werden. Erst danach für irgendwelche PC portioniert werden. Und da hast du wieder dieses Problem, dass halt da diverse Fehler entstehen. Ich will das nicht beschönigen oder schönreden, allgemein nicht. Aber trotz alledem muss man das ja auch bedenken, ne? Weil auf genau. den Konsolen laufen diese Spiele wie Call of Duty oder Battlefield oder auch Assassin's Creed oder FIFA, laufen da definitiv besser als auf dem PC. Soll sich ja angeblich laut Sony und Microsoft mit dieser x86-Architektur der Prozessoren in den Konsolen auch ändern. Nein, würde ich nicht. Glaube ich nicht. Nee, glaube ich. Also ich habe, das beste Beispiel ist eigentlich gerade, kurz vom Thema abzuschweifen, ich habe vor ein paar Tagen diese Beta von Forza gespielt auf dem PC. Mhm. Und
Es ist ja die Konsolenportierung, aber man merkt halt, dass es Konsole ist. Das ist so arcadisch, also so eigendeutsches typisches Wort. Und es läuft einfach, es hat Mikro-Ruckler, weil sie es halt versucht haben, auf 60 Frames hochzubohren. Und das ist, da habe ich echt gemerkt, oh komm, nee, auf der Xbox ist es A schöner, B besser zu spielen, da habe ich keinen Bock drauf. So, und das ist, ich finde, das ist genau das, was du auch sagst, diese Portierung, es wird für Konsolen entwickelt und wird dann nur noch auf den PC portiert. Und am meisten merkt man das immer im Menü, weil Menü mit Maus und Tastatur ist immer Krampf hoch 10. Richtig, richtig. Das einzig Gute ist halt diese Controller-Unterstützung. Die ist direkt gegeben und ohne Probleme möglich. Aber das ist halt so nur ein kleines Gimmick. Ja, aber das ist halt diese Problematik ganz einfach, dieses, wir müssen das jetzt erst auf Konsolen oder für Konsolen programmieren und dann wandeln wir das ganz einfach um für den PC. Das hast du in vielen Spielen. Das ist das, was einfach sehr traurig ist. Vor allen Dingen auch in FIFA. Ich erinnere mich, ich glaube, die letzten beiden FIFA-Teile hatten das Problem, dass die Grafik auf den Konsolen besser war als auf dem PC. Ja. Da fragt man sich, why? Das war eine neue Engine, ne? Ja, war eine komplett neue Engine. Eine komplett neue Engine auf den Konsolen, aber auf den Home-Rechnern, also auf den Gaming-PCs, die eigentlich definitiv weitaus mehr Leistung produzieren können als diese Ranz-Konsolen. Oh, Ranzkonsolen, sei vorsichtig. Ja, Ranzkonsolen von der Leistung her. Da kann mich ja jeder von mir aus prügeln und sonstiges. Das ist halt meine Meinung. Von der Leistung her sind einfach Konsolen nicht in der Lage, das zu leisten, was ein PC leisten kann. Pumps, Ende aus. Das stimmt. Das hat einerseits mit der Architektur zu tun, einerseits auch mit den Komponenten. Ja, wie gesagt, der PC kann einfach, das wievielfache einer Konsole leisten. Aber trotz alledem kriegst du da so eine Grütze dahin gerotzt. Genau. Hat das irgendein Praktikant mal nebenbei in der Mittagspause rappe auf den Tisch gespuckt und dann ihr neue FIFA. Ja, das ist dieses typische, dieses Konsolen portiert und dann nur noch auf dem PC und dann kann wahrscheinlich die Engine da nicht so mit umgehen und ja, das war's dann. Vor allem muss man immer bedenken, die Konsolenspiele sind alle für RTI entwickelt. Weil auch RTI, ja. Genau, weil die One und die PS4 haben ATI-Grafikchip drin, eine ATI-GPU. Ja, das ist, naja, nicht die GPU, soweit ich weiß, sogar eine APU. Das ist halt ein Prozessor ja, genau. Mit Grafikeinheit. Heterogen sozusagen. Genau. Ja, das ist aber schon seit längerem der Fall. Ich meine mich zu erinnern, dass zum Beispiel jetzt, kleine Randinfo, der Nintendo GameCube hatte schon AMD-Architektur in ja, seinen, genau. Herz, Leben. Ja, ist ein Aufkleber vorne drauf. Richtig. Und die Wii, also die erste Wii, hatte auch dieselbe Architektur wie der GameCube, war nur ein bisschen aufgebohrt. Und das hat aber damit was zu tun, dass halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis die AMD-Komponenten halt günstiger sind. Jetzt lassen wir mal außen vor, dass sie eine immense Hitzeentwicklung haben, zumindest im Home-PC-Bereich. Ich weiß nicht, wie die Hitzeentwicklung bei den neueren Geräten ist, bei den neueren Konsolen, aber man merkt es ja auch bei dem GameCube bzw. bei der Wii, dass sie echt schnell warm werden. Das hat was mit der AMD-Architektur zu tun mitunter. Ja, aber jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen wegen diesen wiederholenden Spielereien. Ah ja, stimmt, da waren wir. Genau. Jetzt ist halt die Frage, dieses wiederholende Spielereihe ist ja, jetzt sagen wir mal, jedes Jahr. Jedes Jahr kommt, wie gesagt, wie wir erwähnt haben, FIFA, es kommt jedes Jahr ein Assassin's Creed, es kommt jedes Jahr ein Call of Duty. So, FIFA. Ich bin ja eigentlich schon der Meinung, seit FIFA 10, nee, FIFA 9 war, glaube ich, das erste FIFA für die PS3 und für die Xbox 360, bin ich eigentlich der Meinung, dass man hätte eigentlich ein aufbauendes FIFA machen müssen. Man hätte sagen müssen, okay, pass auf, du bezahlst mir jetzt 50 Euro, und ich entwickle dieses Spiel auf deiner Plattform aber immer weiter und es kommt jedes Jahr ein Content raus, den du bezahlst, nicht Vollpreis. Und wir legen dir alle neuen Mannschaften und alle neuen Ligen und was weiß ich nicht was, legen wir dir einfach rein. Nee. Stattdessen kommt ja EA und sagt, nee, pass auf, ihr habt ja das neue FIFA 15, das sieht zwar genauso aus wie FIFA 14, da ist dann noch so ein Blabla-Modus mit dabei. Die Mannschaften sind halt anders, weil die sind ja alle abgestiegen, aufgestiegen, umgestiegen, eingestiegen. Und aber hier, ich hätte gern 60 Euro. Ja, aber du musst bedenken, es ist doch neuerdings auch, du kannst sogar Frauenfußball bei FIFA spielen. Wow, ja. Super. Ja. Warum haben sie das gemacht? Wegen, ich bin der Meinung, sie haben es einfach nur wegen des Genderwahns gemacht. Sie haben einfach nur gesagt,
Oh, wir müssen mal was mit Frauen machen, weil irgendwie wollen wir ja noch einen Markt bedienen, der unerschlossen ist, den Frauenfußball. Was? Ja, aber. Entschuldigung, Marco, du zuerst. Ja, aber ich muss jetzt persönlich, ich bin ja absolut gar kein FIFA-Fan. Ich sag meinem Neffen immer, wenn er FIFA spielt, spielt alles, aber kein FIFA. Wobei ich jetzt Bitte. aber. Ja, toll, danke. Nein. Ja, Nee, ist wobei ich Ball, geh jetzt aber raus. persönlich jetzt sage, dass die jetzt, und wenn es nur dieser Gender-Wahn ist oder keine Ahnung was, aber weil sie dieses Frauenfußball mit reingebracht, das ist wenigstens mal was Neues. Also Super. neu in Anführungsstrichen. Es ist sonst war es ja immer so, wie du gesagt hattest, so ja, abgestiegen, aufgestiegen, hier die ganzen Teams hingeklatscht und hier, gib mir Geld und so ein Sa Zeug. sagen, sagen wir es mal so, es ist absolut nichts gegen Frauen, um Gottes Willen. Dieses Frauenfußballding ist total toll und spricht eine neue Zielgruppe an und ist auch klasse. Aber jetzt mal wirklich blöde verglichen. Blizzard kriegt es auch hin, alle 2 Jahre mal ein Add-on auf den Markt zu werfen, für die gleiche Engine, für das gleiche Spiel und das irgendwo aufzubauen und zu sagen, pass auf, ihr müsst kein neues Spiel kaufen, ihr habt ein Add-on. Viel Spaß. Gut, das finanziert sich durch monatliche Einnahmen. Aber ich finde auch bei FIFA bzw. PES, würde das einfach mehr passen, zu sagen, okay, wir geben euch ein Hauptspiel und wir machen mal alle 5 Jahre ein neues Hauptspiel, weil die Engine sich aktualisiert oder die Plattform oder was auch immer. Aber doch nicht jedes Jahr, ach ja, hier neues FIFA, heute haben wir Messi auf dem Cover, es kostet wieder 60 Euro. Hier, bitteschön. Es sind ein paar Spieler da, ein paar Spieler weg, aber ansonsten 60 Euro. Und das finde ich, das ist dann immer so, warum? Warum 60 Euro? Das wäre, als wenn jedes Jahr. Kommt, also dieses Jahr kommt God of War 3 HD Remastered raus und nächstes Jahr kommt God of War 3 das 4K Remastered raus, aber wir hätten trotzdem gerne nochmal 60 Euro. Ja, das Und das wird ist wahrscheinlich auch kommen, aber egal. ja, so wird das laufen. Ja, wahrscheinlich. Du hast Marketing verstanden, Felix. Ja, super. Yeah. Willst du die Ausbildung machen? Nein, pass auf. Es ist, ich sage jetzt mal meine nicht mega Meinung, aber meine Meinung ganz einfach, pass auf. Das Problem ist ganz einfach jetzt bezüglich einmal des Frauenfußballs. Warum Frauenfußball? Hast du dir mal Frauenfußball angeguckt? Das ist viel Ich geiler gucke noch nicht mal anzuschauen so als Fußball. Männerfußball, weil die Frauen sind keine Richtig. Pussys. Genau. Wenn du mal die Bundesliga guckst oder die Nationalmannschaft der Deutschen, ja, oder allgemein die Nationalmannschaften der Männer, wenn die, keine Ahnung, angepustet werden, ja, dann fallen die hin. Rollen sich fünfmal auf den Boden, schreien nach ihrer Mama und sobald dann der Erste-Hilfe-Typ kommt, ah nee, alles okay, ist okay, ist okay. Frauen, ja, das ist wie Kreisliga-Fußball. Kreisliga-Fußball ist, ja, du machst eine Blutgrätsche, ja, rennst den Typen richtig um, ja, der bricht sich das Bein, der Typ steht auf, knackt einmal, Eispray drauf, spiel weiter. Ja. So, Frauenfußball ist einfach meiner Meinung nach vernünftiger Fußball, weil das ist wenigstens noch Fußball in der Hinsicht. Und wie war das? Die waren mal Weltmeister statt die Männer? Genau. Ja, aber ist das denn auch bei FIFA so? Hauen die sich da so richtig? Ist da Nein, der. aber es ist, ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe das aktuelle FIFA mit dem Frauenfußball nicht gespielt. Jetzt aber bezüglich deiner Idee, warum das halt immer wieder neu. Ja, man könnte so gesehen hingehen und sagen: Pass auf, wir erlauben da, wir geben euch regelmäßig Content, Updates etc. pp. Bla bla bla. Das Problem ist aber, diese ganze Produktion kostet ja ein Schweinegeld. Das ist nicht gerade billig, was das da macht, was das da verschlingt. Dann hast du die ganzen Lizenzgebühren, die ja auch nicht gerade wenig sind. Und die müssen ja auch irgendwie wieder rein. Das heißt, wenn sie also jetzt quasi nur ein Update bringen für die neuen Mannschaften, ja, dann müssten die quasi nochmal nur für das Update jetzt wahrscheinlich nicht dieselbe Summe nehmen, aber nur minimal weniger als das Hauptspiel. Allein mitunter alleine hauptsächlich wegen dieser Lizenzgebühren. Weil, mal ganz ehrlich, die FIFA ist ein Teufelsdrachen, was Geld anbelangt. Ja gut, das stimmt. Die lassen sich das verdammt gut bezahlen. Und ja, so ist das halt. Was zum Beispiel PES in der Hinsicht das wieder ganz gut macht, zumindest am PC, auf den Konsolen geht das halt nicht so gut, du kannst dir die Sachen selber ermodden, selbst erstellen. Ja, das heißt, Okay, das ist. du hast dann quasi, die haben keine Lizenzen für die Spieler, also zumindest für die Bundesliga nicht. Für die ausländischen haben sie die teilweise. Und wenn du die Bundesliga halt haben willst, dann hast du dann nicht komplette Mannschaften, sondern nur die für die Champions League, die Deutschen, die halt dabei sind. Also da sind auch die Namen mit bei. Und für die anderen musst du halt dann quasi, irgendeine Rotzliga aus irgendeinem fünfte Weltstaat, keine Ahnung, rausnehmen und dafür halt die Bundesliga reinmachen, das kannst du dir ermodden. Das geht. Ja gut, Ja. das ist Ne? dann schon mal ein Aber trotz Vorteil. alledem hast du wieder da das Problem, dann ist wieder die Entwicklung mit bei.
der Spiele. Das heißt, du musst ja die Leute irgendwie bezahlen, etc. pp. Dass das alles Ja, jetzt an, dass dass das das alles jedes, Geld kostet, ist natürlich, dass verständlich. das jedes Jahr neu kommt, ist natürlich für den Konsumenten selber oder den, der das halt irgendwie kritisch hinterfragt, natürlich auch total Humbug, ey. Wozu jetzt bitte nochmal FIFA 365? Hallo? Ist doch dasselbe wie 363, ne? So nach dem Motto. Nein, das heißt anders. Nein, Ja, diesmal ist genau. auch die Ach. Kinderkreisliga mit dabei. Richtig, ne? Ich warte nur drauf. Wird Ja, kommen. aber das wäre zum Beispiel mal, das wäre zum Beispiel auch wieder eine Erweiterung, ganz einfach, dass du, ich hatte mal irgendwann mal, als ich PlayStation 2 hatte, ich irgendwann mal irgendein ein Rotz-Fußballspiel, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. FIFA Und Street. nein, 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 Nö? war nichts von FIFA, war Ach auch so. kein PES oder so, war irgendein anderes Fußballspiel, Evolution Soccer. aber da hattest du. Ja, Evolution Soccer ist PES, Pro Evolution Soccer. Entschuldigung. Aber egal. Aber da war irgendein Fußballspiel und da hattest du auch die Kreisliga mit bei. Das hat dann Spaß Mit gemacht. Saufen und Altherrenfußball. Ja, wahrscheinlich. Ja, das lief ja so im Hintergrund. Ich Ja, hätte super. fast Mario Striker Charge Football gesagt, aber dann hast du Das Kreisliga gesagt. ist, ja. Ja, gut, das Thema FIFA, das würde ich sagen, können wir abhaken. Das ist, ja. Ach so, übrigens noch zu deiner Frage von Felix, wächst im Frauenfußball in FIFA. Es sind einfach nur Frauencharaktere, keine Männer. Sonst ist es gleich. Richtig. Okay. Trotzdem, jeder Mann wünscht es ja, ah, Trikot tauschen. Oh, scheiße, doch nicht. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sich das viele 13-Jährige holen. Das sind so die ersten Erfahrungen. Aber da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das ist ja ein Also, jugendfreier. du darfst die 13-Jährigen von damals nicht mit den 13-Jährigen von heute vergleichen. Ich glaube, die haben mehr Erfahrung als wir drei Die sind zusammen. mittlerweile schon Väter. Wahrscheinlich. Vielleicht. Und züchten die Oh Gott. nächste Bild- und RTL-2-Generation Wir heran. ziehen hier so den Hass auf uns, das wird. Diese Das Feministenschweine und Kinder mögen sie auch nein, nicht nein, und. nein, wir sind keine Feministenschweine. Wir haben uns gefreut, dass. Ja, wir haben uns gefreut, dass Frauenfußball endlich. Juhu, endlich gibt's Frauenfußball. Was gibt's denn noch so? Was haben wir denn noch so? Was haben wir auf den Konsolen irgendwas, was sich jährlich wiederholt? Also ich hätte jetzt noch was in petto und da würde ich eure Meinung gern hören, weil Ja, ich finde, bitte. Ja, sag einerseits an. ist es, aber andererseits finde ich es in Ordnung. Jetzt von Nintendo, die Mario-Spiele, die Side-Scroller-Spiele, wo sie ja angefangen hat mit Mario Bros. 1 aufwärts bis jetzt New Super Mario Bros. U und so ein Zeug. Es ist ja im Grunde auch mal wieder das Gleiche. Was sagt ihr dazu? Das ist es ja. Das ist ja das, was wir ja vorhin gesagt haben. Du könntest ja quasi auch Zelda oder Mario auch mit dazu nehmen. Da hast du aber einen relativ langen Entwicklungsstand dahinter oder Zeitraum dahinter. Und abgesehen jetzt bei den letzten Mario-Teilen, die es auf der Wii bzw. Wii U gab, ja, es ist kritisch. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist wirklich immer dasselbe. Jetzt mal ein anderes Mario, oder zum Beispiel Mario Sunshine, war ein richtig geiles Oh, Teil. Es war ein ja. richtig geiles Teil auf dem GameCube. Das könnten sie mal entweder remastern für die Wii HD, U ja. oder Für die für NX. die NX oder für den 3DS etc. pp. Der 3DS kriegt das ja mittlerweile auch ganz gut hin. Ja, natürlich. Bestimmt. Das könnten sie mal machen, weil das war wirklich ein richtig geiles Teil. Oder halt mal weiterführen. Sowas in der Art, aber das kommt ja nicht. Jetzt haben sie wahrscheinlich Mario erstmal abgehakt, weil jetzt kann sich jeder seine eigenen Mario-Level erstellen mit diesem Super Mario Maker. Und weiß ich nicht, sehe ich kritisch. Besonders als dann hieß, vorwiegend, ja, Super Mario, Mario World hier, irgendwas mit dem Viererspieler und dann gab es den zweiten Teil davon. Da war ich schon am Überlegen, ja, das ist doch quasi dasselbe Spiel, nur in grün. Hat nur einen anderen Namen. Warum machen die das? Das hat mich gewundert. Abgesehen davon, dass ich viele Entscheidungen von Nintendo in den letzten Jahren sowieso mich gefragt habe, so, hä? Was soll Ja, das werden? Aber egal. diese Entscheidung braucht man bei Nintendo. Das gibt gewisse Dinge da. Warum hat man zum Beispiel nicht Skyward Sword als HD-Remake gemacht, was A viel erwachsener war und B einfach mal ein Remake brauchte, was mit Controller funktioniert und nicht mit dieser Zappelsteuerung? Aber Weil. wie fördert Bewegung? Nee, glaub mir, ich habe hier drei Wiis stehen und ich bin immer noch fett. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier Nein, auch also. eine Wii stehen und habe auch das Wii Sports. Das habe ich eine Zeit lang benutzt und habe schon keinen Bock mehr drauf. Ich wollte jetzt eigentlich Irgendwann noch die Geste machen, aber die hättet ihr nicht gesehen. So im Sessel reingefratzt ja, und direkt den irgendwann Wii-Controller in der überlistet rechten Hand man. und einfach nur mit der Genau. Hand gewackelt. Oh, Irgendwann fördert überlistet Bewegung. man diesen Mechanismus. Ich weiß noch, das erste Mal die Wii hier gehabt und keine anderen Spiele dabei gehabt, außer hier dieses Wii Sports, was halt dabei war, ne? Mit dem Tennis allem dran und
ja, kannst du ja jetzt im Stehen Tennis spielen, das hast du zweimal gemacht. Und dann hast du den Sessel gesetzt, ja, bug, bug, Passt schon, genau. bug, läuft schon. Nee. Ja, was das angeht, muss Nintendo definitiv mal wieder ein bisschen aufholen. Vor allem brauchen sie diesen Third-Party-Support dringend. Richtig, richtig. Das also ist mit den eigenen Spielen können sie sich nicht am Leben erhalten. Aber das ist ein anderes Thema. Das kann man, FIFA ist. Das, ja, genau. Das kann man in einem anderen Podcast, denke ich mal, auch mit Sicherheit über eine halbe Stunde vertiefen. Da würde ich auch gerne dabei sein, weil das sollten sie definitiv machen, weil diese Nintendo, früher gab es halt auf den alten Nintendo-Spielen, gab es immer dieses Nintendo Certificated Aufkleber von wegen, dass halt die Qualität halt immer gleich blieb. Das Sign ist of Quality. Ja, genau, das gibt es halt einfach nicht mehr. Und auch bei den Spielen ganz einfach nicht mehr. Das fehlt ganz einfach. Wobei auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Auf der einen Seite haben sie es ja deswegen damals gemacht, weil ja der Videospielmarkt gecrashed ist und halt jeder Hans und Fritz da irgendwelche komischen Spiele released hat. Und dann haben die halt gesagt, okay, pass auf, wir wollen das kontrollieren, was ihr entwickelt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass dadurch halt sehr viele gute Spiele wegblieben, weil Nintendo das nicht wollte. Richtig. Und das ist halt sehr schade. Aber gut, das ist wie gesagt ein anderes Thema. Ja, dieses, also meine Meinung dazu ist eigentlich ein Spiel. Zum Beispiel die Final Fantasy-Reihe oder die Dragon Quest-Reihe. Du hast keinen jährlichen Release, sondern die lassen sich Zeit dazwischen und das merkst du im Spiel einfach. Du merkst einem Spiel an, wenn es über Jahre in Entwicklung war, anstatt jedes Jahr immer wieder das Gleiche. Wenn du zum Beispiel, du guckst dir Monster Hunter, ist auch ein gutes Beispiel. Mhm. Monster Hunter 3 auf der Wii U war so ein geiles Spiel und hat sich dennoch von Monster Hunter für die Vita oder andere Monster Hunter-Teile total unterschieden. Die PSP zum Beispiel, ich habe jetzt. Genau. Oder auch Dragon Quest. Dragon Quest unterscheidet sich in jedem Spiel. Mal ist es ein völlig anderer Story-Strang. Oder irgendwelche, du hast in dem einen Spiel hast du Crafting, in dem anderen hast du das nicht, dafür hast du da irgendwelche Freundesysteme oder unendliche Dungeons und so. Also es ist immer davon abhängig, verwurste ich jetzt jedes Mal wieder das gleiche Thema und hüpfe von A nach B oder ist es innovativ und dann dauert es halt lieber mal 3 Jahre Entwicklung statt nur einem Jahr. Oder mehr. Final Fantasy 15. Diablo 3. Wobei Diablo 3 war jetzt nicht so der Burner nach 12 Jahren. Wollte ich gerade sagen, oder? Duke Nukem. Ja. Das war. Aber da kann man halt ewig drüber streiten, aber das sind so die markantesten Reihen einfach. Das entwickelt sich immer mehr zu dieser Politik. Ach, nächstes Jahr bringen wir noch ein Spiel und dann bringen wir noch ein Spiel und dann Und die Original Call of Duty-Macher machen jetzt Titanfall 2, ganz in Ruhe. Und das kommt jetzt irgendwann und das wird definitiv auch wieder gut. Titanfall war ein sehr gutes Ding. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Genau. Aber diese Problematik oder diese Mentalität, die siehst du ja auch mittlerweile nicht nur in der Gaming-Branche, die siehst du auch in der Filmbranche sehr stark. Ja. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Jetzt nicht von wegen, ja, wir bringen jetzt jedes Jahr einen neuen Teil raus, sondern bestes Beispiel zur Zeit Disney. Was macht Disney? Disney hat Maleficent und Cinderella neu verfilmt, als Realverfilmung. Haben gemerkt, oh, das läuft das ja kommt richtig an. Ja richtig gut. Was machen sie? Bringen Jungle Book raus. Jungle Book, habe ich mir schon sagen lassen, von mehreren, der soll sogar richtig gut sein. Sogar in der deutschen Synchro. Aber was kommt als nächstes? Elliot das Schmunzelmonster, Pete's Dragon. Geplant ist noch Aladdin und noch andere Filme, die als früher als Zeichentrick liefen. König der Löwen wäre cool. Ja, und jetzt aber als Realverfilmung bringen. Wollen sie ja alles machen. Ja, genau. Aber in Anführungszeichen als Realverfilmung ist ja alles wieder Motion Captured und CGI. Dem stehe ich ein bisschen kritisch gegenüber, weil einfach aus dem Grund, jetzt bestes Beispiel König der Löwen. Der Film hat mitunter davon gelebt, dass halt, jetzt besonders im Deutschen, dass die Synchronstimme von, wie hieß der? Ironside? Nee. Der den Scar gesprochen hat. Das war die Original-Synchronstimme von dem Typen, der das im Original gesprochen hat. Ich weiß gerade den Namen nicht. Ist ein sehr guter Schauspieler, aber und auch die Synchronstimme vom Mufasa, also dem Vater, die gibt's ja nicht mehr, der ist ja gestorben. Ne? Das heißt, du hast diese Original-Synchronsprecher dann wieder nicht. Das nimmt ein bisschen die Magie. Oder bestes Beispiel Aladdin. Aladdin wurde von wie hieß der? Robin Williams gesprochen und die Synchronstimme von ihm. Echt? Der Genie.
Der Genie war Robin Williams. Bin kein Disney-Kind. Achso, okay. Ich habe nur König der Löwen geguckt als Kind und habe ich geweint. Gut. Guck dir Aladdin an mit Robin Williams. Super genialer Film. Mhm. Hammer. Oder auch Ariel, aber dann bitte die Ariel, die Original-Synchronstimme und nicht die Synchronfassung, nicht die neuere. Aber die ganze Wiederholungskacke da, ja, bei dem Film ist es halt alle 2 Jahre. Ja, aber genau. Siehe die X-Men-Reihe. Kritisch. Oh Gott, jetzt habe ich ein Wespennest gesprochen. Ja, da hast du das Wespennest gestochen, weil jetzt spricht der Comic-Nerd aus mir. Es ist ja mittlerweile so, dass die ja die X-Men-Reihe, jetzt besonders bei der X-Men-Reihe, dass sie ja quasi die Timeline ja verändert haben. Jetzt ist das ja alles wieder ganz anders. Und es ist aber gut anders. Es ist also sehr gut gemacht. Und du hast aber auch eine qualitative Steigerung zu den alten X-Men-Filmen und den neueren X-Men-Filmen. Und zwar eine qualitative Steigerung. Das ist also wirklich gut geworden. Was jetzt auch geplant ist, was ich jetzt gelesen hatte, beziehungsweise gerüchtemäßig gelesen habe, ist, dass zum Beispiel der neue Wolverine-Teil, also der dritte Teil, Wolverine 3, bekommt ein R-Rating, sprich, der soll ab 18 werden, quasi wie Deadpool. Soll also schön zur Sache gehen, endlich mal. Und es soll eine der besten, also es ist zumindest angedeutet, eine der besten Wolverine-Comic-Storylines verfilmt werden ever. Old Man Logan, sprich also ein alter Logan, ein alter Wolverine. In der weit entfernten Zukunft und viele seiner alten Kameraden sind tot und also in der Comicreihe hat er keinen Bock mehr aufs Töten und ist halt totaler Pazifist geworden. Aber aufgrund dessen, da halt irgendwas passiert ist, muss halt doch wieder Leute schnetzeln. Da bin ich mal gespannt, wie sie das machen. Wir sind auch alle gespannt. Aber ich muss jetzt leider hier die Unterhaltung abbrechen, weil mein Handy hat vibriert, die halbe Stunde ist rum. Schon? Ja, die ist schon rum. So schnell kann die Zeit vergehen. Es geht immer rucki-zucki hier. Wir haben auf jeden Fall super drüber geredet. Wir können ja das Thema irgendwann nach dem 100. Call of Duty-Teil noch weiterführen. Ja, kann man das Thema neu aufschauen. So in 10 Jahren sprechen wir uns einfach nach Call of Duty 12 und 30 sprechen wir uns einfach wieder. Ja, aber man muss mal ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt auf keinen grünen Nenner gekommen. Ne? Frage, Marco. Ja? Wiederkehrende Videospielreihen, ja, nein, toll. Jein. Also wenn sie sich Zeit lassen und das wenigstens gescheit machen, dann ja. Aber dieses jährliche, ey, wir bringen das Spiel raus, Hauptsache ein Spiel ist raus, nein. Felix. Nein. Einfach nur nein. Ich mag sowas nicht. Okay. Peter, ja, manchmal. Es kommt aufs Spiel an, aber jetzt das 350. Call of Duty, was sich nicht wirklich gegenüber den Vorgänger verändert hat. Nein. Neues Battlefield, ja, wenn es gut ist. Wenn man Assassin's Creed auch mal 1, 2, 3, 4, 5 Jahre mal ruhen lässt, wäre auch ganz praktisch. Aber kommt aufs Spiel an. Sehe das wieder, Marco. Sehr schön. Somit haben wir das Thema jetzt dringend abgeschlossen und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne Kommentare da lassen, mit uns diskutieren, uns liken. Ich verlinke die Jungs noch mit ihren Twitter-Accounts unten in den... Oh, bitte nicht. Ich poste da nur Schwachs. Lass den Mist. Mal gucken. Twitter. Nein. Wir sind Twitter, kein Twitter. Wir bedanken uns auf jeden Fall damit, dass ihr zugehört habt und der nächste Y-Cast wird auch bald released und in dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Madet Jod. Tschüssi Boxi. Tschüss.